Moin moin Leute, willkommen zu Clash Royale. So, und weiter geht's. Wir gucken mal, sind jetzt hier. Ich habe einmal die Giant Chest, heißt sie Giant Chest, die Giant Chest aufzumachen und eine Gold Chest. Habe ich gestern beide gezogen, beide Arena 6 Kisten, sehr nice. Und, pardon, ich habe noch einen Golem in Shop für 2000. Das heißt, wenn wir den hier nicht rausziehen, dann gönnen wir uns den. So, gucken wir mal. Hier ist ja keine Epic drin, also das heißt. Komisch, ich sag, hier ist keine Epic drin und es kommt ein Spiegel. Es dürfte aber keine Epic drin sein. Aber ich möchte nicht meckern, nehme ich natürlich gerne. Spiegel. Okay. 21 Elixiersammler. Meine Fresse. Und 186. Okay, hätte es nicht irgendwas Gescheites sein können, was ich gebraucht hätte. Okay. Jetzt müssen wir aber mal hier gucken. Ja, eigentlich sind keine epischen drin. Es wird wahrscheinlich so randommäßig immer mal einen drin sein, weil ich habe extra nachgeguckt gehabt. Und mit, ja, Gold hatten wir so mittendrin gekriegt. Das ist schön. Eigentlich könnten wir uns. Ne, die Golems wären ja dann teuer. So, Gold Chest. 4000 Gold haben wir zusammen, zwei Minions. Oh, meine Fresse, warum denn die Blöden? Ja, und die Rakete kann ich jetzt auch auf 20 machen. Die mag ich jetzt nicht so. Gucken wir mal. Ein Rage können wir nicht drüber meckern, den können wir immer gebrauchen. Und sorry letztes Mal dafür, dass die Musik so laut war oder der Spielton. Ich versuche natürlich jetzt dran zu denken, den dann runter zu regeln. Wir haben keinen Golem gekriegt, das heißt, wir kaufen uns den ersten, dass wir ihn in der Liste haben. Weil, jo, dann haben wir ihn schon mindestens mal einmal, was sehr nice ist. So, hier können wir auch für die Erfahrung ein bisschen upgraden. Ihr seht's, nee, nicht reinnehmen. Ihr seht's, ich bin bei 1476. Ich habe Upgrade gedrückt, bin ich doof? Ich möchte keine Antwort. So, Upgrade. Upgrade. Geht doch. Ja, also das kann ich auch später upgraden. Jetzt gehen wir mal direkt in Fight, dass wir vielleicht noch die Gold Chest kriegen. Und das ist genau das Deck, was ich spielen möchte. Hier nehme ich. Das wusste ich schon letztes Mal nicht, ob ich das mache. So, machen wir einfach mal hier, dass wir vielleicht es noch schaffen, die Gold Chest zu holen. Oder die Crown Chest heißt sie ja. Wobei, das heißt, ich müsste immer 3-Punkte-Matches kriegen. Also, und das ist jetzt so wahrscheinlich nicht. Ayund, good luck. Und oh, die gehen mir so aufs Senkel. Er hat keinen Grund zu heulen. Selbe Level. Ich meine, sie haben sich geteilt. Das ist okay. Oh, das ist gut, was er gemacht hat. Also, ein bisschen doof, dass ich jetzt hier. Den Zap machen muss. Ich krieg da unten echt richtig Damage. Ich hätte vielleicht den Zap nicht machen sollen. Also er macht mir mehr, der Mine Tower geht jetzt hoch. Wegen der Bombe vom Skelett. Nicht so schön gelaufen. Aber gut. Es ist noch lange nicht verloren. 844 Damage haben wir hier gemacht. Ich weiß jetzt, dass er ein Skelett hat. Wir gucken mal, er spart jetzt, darum gehe ich ein bisschen offensiver ran. Ich habe. Oh, einen Packer hat er noch dabei. Den mag ich jetzt nicht so sehr. Na komm. So, jetzt spare ich, weil jetzt hat er genug Elixier für. Oder jetzt hat er genug Karten getauscht, dass er auch das Bombenskelett wiederbringen kann. Wir warten bis ganz zum Schluss. Wir auf Max 10 sind. Und dann holen wir die Witch wieder raus. Jetzt könnte ich nämlich meine Barbaren bringen.
alle laufen schön weit weg, das ist gut. Darum nehme ich jetzt hier auch den Loon mit. Oh, Magier ist jetzt nicht so prall. Okay, ich hoffe, dass mein Loon ein bisschen dämpft. Ich verstehe gar nicht, wo jetzt meine dran gestorben sind. An dem dummen Magier oder was? Ach, da ist ein Packer dazwischen. Ja, das ist kacke. Die Runde läuft nicht so wie geplant. Könnte jemand den Drachen schnell töten? Schon wieder so ein dummer Magier. Den hat er mir erst sehr spät gezeigt. Ich befürchte, dass der hier meinen Tower kaputt macht. Ich kann jetzt nur versuchen, es noch ein bisschen rauszuzögern, dass mein Hockrider da ein bisschen Damage drauf macht. Er hat sein... Er hat noch nicht mal gelangt. Jo, well played. Ein bisschen doof. 30 Pokis verloren. Ich wollte gerade sagen, ich bin gestern... Nee, hä? Ich bin gestern nochmal runtergerutscht. Wenigstens hatte ich die 6-Sterne-Kisten hier drauf gemacht. Auch wenn es ein bisschen doof ist, dass da nichts dabei... Warum sitze ich eigentlich in der Mitte vom Bild? Dass da nichts dabei rumkam. Aber... Gut. Good luck und Daumen hoch. Wie starten wir hier? Komm. Okay. Ich setze mal ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt können nämlich meine viel AOE-Damage mit seinem Bombenskelett und dem Magier. Spannend. Beide noch kein Damage gemacht. Huhuhu. Habe ich aber ein bisschen Schwein gehabt, dass ich eben den Loon nicht gespielt habe. So, jetzt kommt er mit seinem Magier. Hinten Musketier. Da kriegt er einmal einen Zap, einfach um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, dass ich ein bisschen Damage machen kann. Der dumme Magier haut da einmal drauf und schon ist alles weg. Aber wir haben, naja, einiges an Damage gemacht, aber einiges an Damage kassiert. So. Er hat... Warum sollte ich da eine Einheit hinsetzen, wenn er mit Magier und Musketier ankommt? Ist an sich gut der Gedanke, immer der Fries zu setzen, aber das war... Da hätte ich vielleicht meine Witch setzen können oder so. 202, das ist schon mal gut. Ich werde jetzt ihn mit hoffentlich mit meinem Schwein überraschen. Und jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Ich weiß gerade nicht, das war eine dumme Idee, das weiß ich, aber... Und hier mal die Barbaren hin, die hoffentlich den Magier kaputt machen. Das haben sie nicht gemacht. Wir müssen aber eigentlich nur ein bisschen... Ah, meine Witches... Der Riese ist zu weit weg. Der ist ja, kommt ja nicht mal rüber, bis die Zeit vorbeigelaufen ist. So, hier können wir tatsächlich schon mal so nett wie wir sind, well played sagen. Und weil die beiden... Ja, eine Sekunde. So. Okay, schön, wir haben eine Runde gewonnen. Das ist immer, da bin ich immer glücklich im Video, sobald ich ein Ründchen gewinne. So, machen wir direkt das nächste Match hinterher. Good luck und Daumen hoch. Bisschen doof. Mein liebstes Starthand ist halt hier Witch und Loon. Einfach direkt, um zu überraschen. Hier... Okay, mache ich einfach jetzt mal die Minions. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er... irgendwas
hat, um mich zu ärgern. Aber wir haben Zeit. Er wartet aber lang. So, dicker Knight, jetzt stehst du schon allein da. Ist aber schön, dass mein Loon bis ganz vorne durchkommt. Der sneakt sich nämlich hier immer so an der Wand lang. Das finde ich ganz gut. Meine Witch kriegt jetzt ein bisschen auf die Mütze. Aber mal gucken, was er macht. Da bin ich jetzt eigentlich relativ gespannt. Ich könnte ganz schnell einen Hockrider raushauen. Aber gehe jetzt mal wieder von. Mein Hock war schon tot. Oh, ein Bombenskelett noch mit dazu. Komm, geh kaputt, das geht kaputt. Jetzt warte ich wieder bis 10. Und dann mache ich wieder Witch und Loon. Das war ein bisschen offensiver gespielt. Das ist schon bei 3, weil dann ist die Witch vorgelaufen. Und sein Loon ist schon weg. Und er geht mit den Bogen schützend darüber. Schade, dass die Witch mit dem Turm beschäftigt ist, aber 46 Sekunden. So. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Loon daneben ran. Lang, weil der ist, wird ja nicht gestört vom Dings. Oh, das ist natürlich. Das jetzt natürlich geht halt direkt in die Overtime rein. Schade, das finde ich dann wieder ein Moment, wo ich sage, sehr schade, dass ich kein Moment, jetzt muss ich mal hier gucken, kein Feuerball oder sowas dabei habe. Ich hätte mir einen Zap erwünscht. Ich wollte schon sagen, wo hat denn der jetzt noch Kreider her, weil es meine. Das hier ist, tut mir tatsächlich noch weh. Ja, unentschieden. Well played, kann man nichts anderes sagen. Ich hätte wahrscheinlich einen Ticken, ach, Wark heißt er, einen Ticken aggressiver spielen können. Ja, erst eine Crown gekriegt. Kann ich schreiben? Nein. Kann ich nicht. Das Spenden wird nur pro Season zurückgesetzt. Nicht beim Levelaufstieg. So, und die Season ist jetzt gerade vorbei gewesen. Good Luck wünscht ihr auch. Habe ich schon Good Luck gesagt? Oh, Bombenskelett. Na komm, dann kriegst du da. So, dann hebe ich mir nämlich die restlichen Einheiten auf. Weiß ja nicht, dass ich einen Loon dabei habe. Achter Minion haut schon gut rein. Unten Dreier Bombenskelett, das ist jetzt nicht ohne. Aber ein bisschen habe ich Damage am Tower gemacht. Er hat noch keine genommen. Also Level 3 Witch auch. Der hat schon hohe Einheiten bei. Stört mich jetzt so sehr nicht.
ein Frostprinz. Bisschen, ne, ist echt busy OP. Die Barbaren will ich nicht setzen, darum lasse ich ihn vielleicht ein, zweimal auf den Tower schießen. Okay. Wo kommen denn die jetzt her, die Jungs? Okay, wenigstens macht die meine Minions jetzt einen kleinen... Nein, machen sie nicht. Also ich habe ihm schon mal mehr Damage gemacht wie er mir. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe halt Angst vor seinem Bombenskelett. Eigentlich würde ich jetzt gern drauf warten, bis er es spielt. Und dann mit dem Hockey, mit dem Schweinereiter ein bisschen Damage machen. Aber da er irgendwie keinen Bock hat, es zu spielen... Ja, mit seinem dummen Eisprinz, ey. Gegen den kann ich von der Entfernung nichts machen. Das ist dumm, was er gemacht hat, weil da kommen jetzt 8 Skelette raus. Ich weiß nicht, ob ich dem Sturm, den der mir hier jetzt entgegenstellt, jetzt noch ein zweiter Eisprinz dazu. Ja, das sind halt so Decks, die werden echt gefährlich, wenn die Mana-Overtime da ist. Und da kann ich leider nichts gegen machen. Ich will da noch nicht mal eigentlich well played sagen, weil... Das ist einfach leider... über meinen Möglichkeiten, sein Deck. Aber ich bin nett. Komm, eine Runde geht noch. Aber hier, wenn einer mit Frostprinz ankommt... Also jetzt so gerade im Endgame, da muss man vor der Overtime gewonnen haben. Dann ist das machbar, aber sonst wird man da eigentlich echt überrannt. Aber ich muss sagen, ganz gut verteidigt haben wir doch. Okay, das passt mir eigentlich ganz gut, dass er jetzt hier... Witch ist ein bisschen zu schnell. Mach langsam. Komm, bleib nochmal stehen. Inferno Tower. Also auch hier hoffe ich, dass mein Ballon schön an der Seite... Aber da hat er keinen Bock drauf. Wir warten. Wir sind geduldig. So, machen wir mal... Das zu zerstören bringt nichts. Kostet ihn Mana. Komm, und meine Skelette, die da rauskommen, macht ihn kaputt. Den ollen Prinz und das Schwein. Das ist jetzt nicht mehr so schön. Okay. Da stirbt wahrscheinlich alles. Nee. Die überleben. Ich versuche jetzt nochmal mit dem Loon, auch wenn... Ach, fliegt ja schon wieder zum Inferno Tower. Jetzt machen wir das hier. Ich hoffe eigentlich, dass er es wieder mit der Rakete kaputt macht, weil die 4 Skelette, die da rauskommen, bringen mir durchaus mehr. Bisschen lassen wir es noch kommen, nicht, dass wir in Inferno Tower reinrennen müssen. Guter Frost. Ich hoffe, dass mein Tower leben bleibt. Ich hoffe irgendwie, dass der kaputt geht. Tut er aber nicht. Zepp langt da, glaube ich, nicht aus. Nein!
Dafür ist die Rakete gut. Wer hätte auch einen Feuerball gelangt? Ah, ja. Gehen wir mit einer dicken Niederlage aus dem Game, aber Hauptsache es macht Spaß. Und jo, nächstes Mal gucken wir uns, ich habe mir überlegt, wir gucken uns so einmal die Woche dann eine Einheit an, die wir ein bisschen auseinandernehmen und uns drüber unterhalten. Und darum, das machen wir beim nächsten Mal. Ich will aber nicht verraten, was es sein wird. Das wird beim nächsten Mal. Gern könnt ihr Wünsche schreiben, was wir uns mal genauer angucken sollen. Bitte schreibt noch nicht den Golem, weil den habe ich ja erst neu. Da können wahrscheinlich einige, und bitte schreibt nicht einen Eisprinz oder wie auch immer er heißt, den habe ich ja gar nicht. Aber so eine von den Standardeinheiten, dass wir die uns mal genau angucken, was sie wann wo bringen, wo sie Stärken und welchen haben. Jo, also alles, was hier unten dabei ist, könnt ihr gerne schreiben. Und jo, ich upgrade jetzt noch ein bisschen, dass ich noch ein bisschen Erfahrung kriege. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal und good luck. Zieht was Gutes aus den Thronen.